Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen aus meinem herbstlichen Garten, den ihr im Hintergrund seht. Heute startet die neue Workshop-Reihe und zwar gibt es dieses Jahr keine Cats Christmas Card Challenge. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ihr mir so viel liebes Feedback zu meiner Trauerkarten-Workshop-Reihe gegeben habt. Wer die nicht gesehen hat, die verlinke ich euch hier oben. Es gibt einen Weihnachtsworkshop und es wird wieder ein Schatzkisten-Workshop. Das heißt, ich gebe euch bestimmte Themen vor. Ihr packt eine Schatzkiste mit all den Sachen, die ihr zu Hause zu dem Thema habt. Und dann gebe ich euch ganz viel Inspiration dazu, wie ihr daraus richtig schöne Weihnachtskarten machen könnt. Es wird ein Mini-Workshop. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr Lust habt, dann fangen wir sofort an mit Workshop Nummer 1. Jetzt bin ich hier an meinem Basteltisch mit meiner Schatzkiste. Ich habe hier einfach mal ganz viele Sachen reingepackt zum Thema Weihnachten. Ich habe noch gar nicht so speziell auf das heutige Thema gepackt, sondern erstmal alles hier reingepackt. Und dann gucke ich gleich, was mich für das heutige Thema alles inspiriert. Wie ihr seht, Weihnachten habe ich echt wirklich viel. Und ganz viel davon auch schon lange nicht mehr benutzt. Deswegen auch bei dieser Workshop-Reihe wieder die Devise, hey, nutzt das, was ihr zu Hause habt. Ich verlinke euch alles, was es noch gibt oder ähnliche Sachen, natürlich wie immer in der Infobox. Aber geht doch erstmal auf Schatzsuche und benutzt die Dinge, die ihr zu Hause habt. Unser erstes Thema in dieser Workshop-Reihe ist frostige Winterwelt. Und dazu werden wir jetzt ganz verschiedene Karten basteln. Ich mache mir hier einmal ein bisschen Platz. Und frostige Winterwelt, da ist natürlich alles möglich, was irgendwie mit Schnee und Wald und Schneeflocken zu tun hat. Helle Farben, helles Grün, Blau, Hellblau. Aber wir gucken mal, was das alles wird. Eins der einfachsten Dinge ist natürlich, ihr geht mal auf Schatzsuche in eurem Designpapier und guckt mal, was ihr da so alles habt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ganz neu Waldweihnacht, Schneetannen und Cornwall Christmas von Charlie und Paulchen. Da habe ich mir auch hier schon so ein bisschen was zugeschnitten und da habe ich noch was übrig. Das ist auf jeden Fall, das passt perfekt zu dem Thema. Sucht aber mal, was ihr noch so findet. Das Einfachste wäre natürlich, ich schneide mir jetzt hier so ein bisschen was aus, passend zur Winterwelt, klebt mir das auf eine Karte, schönen Spruch drauf und dann seid ihr auch schon good to go mit einer Karte, die zu diesem Thema passt. Wir peppen das Ganze aber noch ein bisschen auf. Ich nehme Reste und zwar genau dieses hier, das ist noch übrig und genau damit möchte ich arbeiten. Den Rest packe ich nochmal beiseite. Und als erstes möchte ich das hier einmal ein bisschen schöner haben. Das heißt, ihr könntet jetzt eine Stanze verwenden und hier einen gepunkteten Rand reinstanzen oder einen Kreis draus machen oder was auch immer. Ich nehme meinen Deckeltrimmer und der hat hier so eine geriffelte Kante. Das heißt, wenn ich das jetzt hier schneide, dann ist diese Kante wie, als wäre das Papier so abgerissen. Wenn ihr den nicht habt, könntet ihr aber hier auch ganz einfach ein bisschen reißen an dem Papier. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich versuche das jetzt hier mal mit diesem Deckeltrimmer und mache mir hier, auf dem Schwarz könnt ihr das glaube ich ganz gut sehen, und mache mir hier so eine geriffelte Kante. Das muss auch nicht ganz gerade hier sein. Nicht zu wenig, sonst schneidet der nicht. Und ich versuche das immer ein bisschen anders zu platzieren, dass das Geriffelte am Rand nicht immer gleich ist. Und schon sieht das Ganze so ein bisschen gewollter aus, nicht wie einfach nur ausgeschnitten. Das ist der erste Step, wie das ein bisschen aufgepeppt ist.
Als nächstes habe ich mir einen Kartenaufleger genommen in den Maßen A6. Da werde ich mir das jetzt hier einmal drauf platzieren. So ähnlich wie ein Polaroid. Ja, dass man hier unten ein bisschen noch Platz hat für einen Spruch. Ich mache mir jetzt hier einfach Flüssigkleber drauf. Ist in dem Falle, was ich vorhabe, auch sinnvoller, wenn ihr Flüssigkleber nehmt. Das hält ein bisschen besser. Das klebe ich mir jetzt hier einmal auf. Das nächste, was ich vorhabe, ich möchte meinen Kartenaufleger noch einmal durch einen Embossing-Folder kurbeln. Ich habe hier zum Beispiel den mit den Schneeflocken von Sizzix und Stampin' Up. Das ist einer von Charlie und Paulchen mit Schneeflocken. Sucht euch irgendwas aus. Ich finde jetzt Schneeflocken passt sehr gut. Und dann schaue ich mal, was mir besser gefällt. Entweder dieses hier, bei dem ist es etwas mehr. Ich glaube, mit den bisschen weniger Schneeflocken gefällt mir das besser, obwohl ich habe mich jetzt hier für die Sizzix-Variante entschieden und werde das Ganze noch einmal durch meine Maschine kurbeln. Damit mir das Papier nicht reißt, sprühe ich da einmal ein bisschen Wasser drauf, aber wirklich nur so ein ganz, ganz wenig und auch keine so eine großen Tropfen, sondern einfach nur so, dass es ein ganz bisschen feucht ist. Dann kann sich das Papier einfach besser in die Form biegen. Und ich mache das Ganze so. Jawohl. Dann habe ich hier oben ganz viele Schneeflocken und hier unten wenig. Und das kurbel ich einmal durch meine Präge- und Stanzmaschine. Ich habe jetzt einmal meinen Aufleger geprägt und ich versuche euch das einmal in der Kamera einzufangen. Ich habe jetzt ganz viele Schneeflocken hier drauf und das Schöne bei dieser Technik ist, dass sich dieses Designpapier jetzt mit dem Untergrund verbunden hat. Also das ist jetzt fast wie eine ebene Fläche. Gefällt mir wirklich gut und es gibt so eine richtig schöne, gibt so eine tolle Struktur. Und durch das, dass ich es vorher angesprüht habe, ist mein Papier auch nicht gebrochen. Das Ganze kleben wir jetzt auf einen Kartenruling auf. Und entweder lasst ihr es genauso in den Maßen oder ihr schneidet, wie ich jetzt, noch einen klitzekleinen Mührand ab, damit hier sich das besser auf der Karte so einfügt. Ich mag das lieber. Fertig aufgeklebt, fehlt jetzt noch ein Spruch. Da habe ich hier diesen kleinen Stempel, da steht Frohes Fest drauf. Und ich nehme mir das Stempelkissen Porsche. Von Color Philosophy. Das ist ein ganz dunkles Blau. Das nehme ich mir jetzt einmal und drücke da meinen Stempel hinein. Und mache jetzt zuerst mal einen Abdruck, um zu schauen, ob mir das gefällt. Das funktioniert. Ich stempel jetzt direkt hier drauf. Ihr könntet auch die Stempelhilfe benutzen, wenn euch das zu heikel ist. Ich mache das jetzt aber einfach direkt hier drauf. Sag hier Frohes Fest. Stempel das hier einmal drauf. Lass es kurz drauf, damit die Farbe ein bisschen ins Papier einziehen kann. Wunderbar, genauso habe ich mir das vorgestellt. Das ist ein sehr dunkles Blau, aber es passt perfekt in diese Farbgestaltung. Und zur Dekoration habe ich mir hier noch zwei Hirsche rausgesucht. Und die kommen einfach hier drauf. Heute ohne Pappe, ohne Abstand. Die kommen da einfach drauf mit bisschen Flüssigkleber. Und sie setze ich einmal hier hin und den stolzen Hirsch davor.
Und fertig wäre die Karte mit Designpapier ein bisschen aufgepeppt. Nummer 1. Für meine nächste Karte habe ich mir hier schon ein paar Sachen zurechtgelegt. Und zwar habe ich mir einen Tag ausgestanzt aus dem neuen Bambuspapier aus dem Action. Ich wollte das mal ausprobieren, wie gut das hier ist. Das Ganze habe ich hier auf meine Multimedia-Matte geklebt. Das ist einfach wie so ein gigantischer Clear-Stamp. Darauf kann man ganz gut arbeiten, weil dann eben nichts mehr verrutscht. Ich habe mir hier diese Schablonen von Tim Holtz rausgesucht. Das ist, wie heißt die? Moon Mask. Moon Mask heißt die. Also so verschiedene Mond. Schablonen, Distress Oxide in verschiedenen kalten Farben, damit es immer noch zu unserem Thema passt. Und jetzt lege ich einfach los und gestalte mir hier auf diesem Tag eine Landschaft. Dazu nehme ich jetzt erst diese runde Schablone und befestige mir die hier so ein bisschen. Ich halte die nur fest. Ich könnte jetzt noch so Pixie-Spray drauf machen, aber das muss gar nicht sein. Ich fange an mit Speckled Egg und gehe dann einfach um meine Schablone rum. Ihr müsst kein Distress Oxide nehmen, ihr könnt auch einfach irgendeine andere Farbe nehmen, also zum Beispiel die normalen Distress Inks oder andere Stempelkissen, die ihr habt. Ich nehme jetzt die Oxides, weil die sich einfach schön verblenden lassen. Damit gehe ich jetzt auch noch einmal ein bisschen nach unten. Und bringe mir auf meinen Tag einfach Farbe auf. Das reicht mir hier schon. Und jetzt, obwohl ich lasse ihn, mal noch ein bisschen drauf liegen. Jetzt nehme ich mir Stormy Sky. Ich gehe übrigens mit demselben Bürstchen immer wieder in meine Farben rein. Mich stört das nicht. Und ich finde auch, dass die Kissen dadurch nicht verunreinigt werden. Ab und zu gehe ich mal mit dem Bürstchen über den Stempelreiniger drüber. Und das war's auch schon. Dann nehme ich einmal Shaded Lilac für unten. Hier gehe ich jetzt einmal kurz über mein Stempelreinigungspad drüber. Gehe hier ein bisschen mit Shaded Lilac drüber. Das ist das Schöne an den Oxide-Kissen. Die überlagern sich ja einfach immer wieder. Und das heißt, jede Farbe kommt dann trotzdem noch so richtig schön raus und verblendet sich eben auch gut miteinander. Dann nehme ich jetzt Chipped Sapphire. Das ist meine dunkelste Farbe. Hier meinen Mond mal noch ein bisschen festhalten. Nehme mir hier das dunkelste Blau an den Rand. Und auch hier nach ganz unten. Und nehme jetzt noch einmal Speckled Egg und gehe hier nochmal drüber und verblende das noch ein bisschen schöner miteinander. Wunderbar. Und als letztes nehme ich tatsächlich noch Schwarz und zwar Black Soot. Und gehe wirklich nur am Rand entlang, um das noch ein bisschen abzudunkeln. Nur hier und hier oben.
weil ich möchte gerne eine Nachtszene haben. So, jetzt kann ich meine eine Schablone auch schon wegnehmen und habe jetzt hier meinen Mond. Dann nehme ich mir jetzt meine zweite Schablone, die eben so ein bisschen aussieht wie das Gestein auf dem Mond, und nehme mir Lost Shadow. Halte sie hier gut fest und gehe einmal mit Lost Shadow über diese Schablone. Und gehe dabei hier oben etwas mehr drüber, weil es für mich hier etwas dunkler sein soll. Das sieht doch schon wunderbar aus. Und jetzt nehme ich mir generell Lost Shadow und gehe über den gesamten Mond noch etwas drüber. Dass er so ein bisschen mehr cloudy ist. Bevor wir jetzt weitermachen mit unseren Stempeln, ich habe mir hier einmal solche Gräser ausgesucht. Das ist jetzt von Kartenkunst. Dann habe ich noch so andere Stempelsets. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, was ich mache. Aber vorher würde ich, glaube ich, gerne dieses hier noch ein bisschen gestalten. Und dazu nehme ich mir jetzt einmal ein bisschen Küchenrolle. Und zuerst nehme ich hier meine Wasserflasche und gebe hier so ein paar Wassertropfen drauf. Lass das einmal so kurz einwirken, weil ich glaube, wir arbeiten heute hier wieder ein bisschen mit Mixed Media. Ich lasse das einmal die Farbe kurz anlösen und dann nehme ich mir das einmal runter. Und das Gleiche machen wir jetzt noch dann mit so Spritzern. Das reicht mir schon. Das nehme ich mir jetzt hier einmal runter. Und ihr seht, dann entstehen hier solche schönen Farbmuster und Farbverläufe. Ich lege das hier einmal auf, weil mein Mond soll von der ganzen Sache unberührt bleiben. Und jetzt nehme ich erstmal, nein, ich nehme erst Chipped Sapphire, drücke mir das Ganze ein bisschen in den Deckel hinein. Habe jetzt hier so ein bisschen Farbe. Sprühe mir da einmal Wasser drauf, nehme meinen Pinsel und mache mir ein paar Farbspritzer drauf. Ihr könnt natürlich auch eure Unterlage nehmen, das direkt da drauf drücken und auch hier ein bisschen mehr Farbe aufnehmen. Dann gibt es ein paar dunklere Spritzer. Und wenn ihr größere Spritzer haben wollt, müsst ihr entweder mehr Wasser nehmen, den Pinsel feuchter machen, seht ihr, und dann wird es größer, oder ihr müsst einen dickeren Pinsel nehmen. Ich finde das so schon sehr gut. Lasst das einmal antrocknen. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Heißluftföhn anföhnen, dann geht es ein bisschen schneller. Und dann mache ich das gleiche nochmal mit Speckled Egg. So sieht mein Tag jetzt aus. Ich finde, das ist richtig schön geworden. Leider ist mir hier in den Mond so ein bisschen was reingelaufen, aber gut, das ist jetzt nun so. Das lassen wir auch so. Ich habe mir hier schon mal mehrere Stempel montiert und ich beginne jetzt hier mit diesem und Versafine Clear in Twilight. Das ist ein sehr dunkles Blau. Damit färbe ich meinen Stempel einmal ein, drücke ihn mir aber einmal ab und drücke ihn dann auf meinen Tag so in den Hintergrund und auch noch ein zweites Mal. Wunderbar, das reicht mir schon genau so. Und als nächstes nehme ich diesen hier.
Und einmal Versafine Clear in Nocturne. Das ist auch ein schönes, intensives Schwarz. Und drücke mir das hier in den Vordergrund. Und noch einmal hierhin, nochmal abgedrückt. Genau. Und nehme jetzt den anderen Stempel. Und färbe mir den einmal ein, drücke ihn mir einmal gut ab. Und stempel ihn mir in den Hintergrund. Und noch einmal etwas fester in den Vordergrund. Ihr könnt hier alle Stempel nehmen, die ihr zur Verfügung habt. Also alles, was in irgendeiner Art floral ist oder auch Bäume, finde ich auch gut. Ich nehme jetzt mal hier noch ein bisschen mehr vielleicht von dem mal noch ein bisschen hier in den Vordergrund, um eben hier so eine Landschaft zu erzeugen. So gefällt mir das richtig gut. Das ist so eine richtige schöne Winterlandschaft, so in einer Nachtszene. Und jetzt ist mir Folgendes passiert. Ich war ganz, ganz sicher, dass ich einen Stempel habe mit so einem Schlitten und der Weihnachtsmann, so eine Weihnachtsmann-Silhouette, die so fliegt. Ich war ganz sicher, dass ich das habe. Ich finde es nicht oder ich habe es tatsächlich nicht. So geht es mir natürlich auch. Oder ich weiß halt einfach nicht, wo ich es hingepackt habe. Deswegen muss ich jetzt improvisieren und nehme etwas anderes, weil das war mein ursprünglicher Plan, einfach hier noch so eine Santa-Silhouette drauf zu stempeln und dann wäre ich fertig gewesen. Wir machen aber jetzt was anderes, weil ich eben den Stempel nicht finde. Und zwar habe ich dieses Set hier. Das ist von Stampin' Up und auch schon etwas älter. Und da habe ich hier diese Girlande Frohe Weihnachten. Und in meiner Vorstellung harmoniert das gut. Ich gucke jetzt einfach mal, ob das so ist. Und dann nehme ich das einfach so. Nehme mir einmal diese Girlande. Und mein lieblingsschwarzes Kissen, Versafine Onyx Black. Das ist für mich noch ein bisschen schwärzer und pigmentierter als das Versafine. Und gerade für solche feinen Sprüche nehme ich mir das noch lieber und gucke mal, dass es hier so um den Mond rumhängt. Und ich mache das jetzt einmal so. Und wie gesagt, in meiner Vorstellung sieht das gut aus. Und tatsächlich finde ich es auch ganz niedlich. Ich nehme jetzt hier noch so einen feinen Micropen und male mir hier diese Girlande ein bisschen weiter bis zum Rand. Dass sie eben auch wirklich um den Mond herum hängt. Und auch so finde ich das richtig schön. Man könnte jetzt noch ein bisschen mit Glitzer darüber gehen, also so ein Glitzerspray draufsprühen oder so. Aber ich lasse das ganz genau so. Hier gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen über das N. Das hat sich nicht ganz so gut abgestempelt. Deswegen ist so ein ganz feiner schwarzer Stift oft auch noch mal so ein Gamechanger, ein Lebensretter. Das ist jetzt auf jeden Fall mein Weihnachtstag. Hier eine schöne rote Schleife dran. Das kann man entweder auf eine Karte kleben oder eben an ein Geschenk dran machen. Und das wäre meine Idee zu Frostige Winterwelt Nummer 2.
Für meine nächste Karte habe ich mir hier einmal Aquarellpapier zurechtgeschnitten für eine A6-Karte und die wunderschönen Farben von Victoria Hilbrecht. Ich mache mir einen ganz einfachen und schnellen Aquarellhintergrund und dazu nehme ich mir hier verschiedene Blautöne. Und gebt mir das einfach hier auf mein Aquarellpapier auf. Ihr könnt hierbei übrigens überlegen, ob ihr auch hier so ein strukturiertes Papier nehmt oder doch lieber ein Papier, was nicht ganz so viel Struktur hat. Ich nehme jetzt hier mal ein strukturiertes Papier, weil ich das sehr schön finde. Und mache hier wirklich einfach nur so ein bisschen Farbe in den Hintergrund. Das könnt ihr auch mit euren Stempelkissen machen. Ihr braucht also gar keine Aquarellfarbe, wenn ihr keine habt. Könnt ihr einfach euer Stempelkissen nehmen und so ein bisschen Farbe aufbringen. Ich nehme jetzt diese hier, weil die Aal auch noch so schöne Schimmerpartikel hat und sehr hoch pigmentiert ist und man deswegen damit gut malen kann. Und hier bringe ich jetzt ein paar mit Schimmerpartikel auf. Und lasse die ganze Magie hier der Aquarellfarbe in meinen Hintergrund fließen. Löse mir das auch immer wieder so ein bisschen an. Gebe hier wieder was rein. So lange, bis mir der Hintergrund gefällt und hier entstehen schon so schöne Effekte. Ich liebe das. Und dann nehme ich noch hier ein bisschen von diesem holographischen und von dem silbernen dazu. Da mache ich mir gleich noch so Sprenkel drauf. Ich bin ein großer Sprenkelfreund. Mir gefällt das immer richtig, richtig gut. Und das Ganze, das lasse ich schon so. Viel mehr soll da überhaupt gar nicht passieren. Ich trockne mir das jetzt einmal mit meinem Föhn hier an. Und dann gucke ich mal, ob noch irgendwo ein bisschen Wasser drauf soll. Oder ob mir die Aquarelleffekte schon so gut gefallen. Hier sind jetzt schon so richtig schöne Aquarelleffekte entstanden. Und ich hoffe, ihr seht, wie schön diese Farbe auch schimmert. Das ist total klasse. Und jetzt gehe ich hier in dieses helle Weiß-Silber noch einmal rein und lade mir wirklich den Pinsel voll mit diesen Schimmerpigmenten und gebe hier noch so ein paar Spritzer drauf. Ihr könnt das auch irgendwie so machen. Wie euch das eben gefällt. Das lasse ich jetzt auch noch einmal antrocknen. Und dann geht's weiter. Mein Aquarellhintergrund ist jetzt komplett getrocknet und schaut mal, wie wunderschön der schimmert. Aber wenn ich ihn jetzt hier so hinlege, seht ihr, dass sich das Papier gewölbt hat. Das passiert meistens mit Aquarellpapier. Ihr könnt es festkleben, wenn ihr arbeitet, dann ist es ein bisschen weniger. Aber das passiert leider immer. Und dazu habe ich zwei Tricks. Entweder ihr kurbelt das einfach so durch eure Präge- und Stanzmaschine durch, zwischen zwei Blättern Papier. Ein-, zweimal und dann ist es auch wieder relativ glatt. Denkt dran, es vorher ein ganz bisschen feucht zu machen. Das ist die eine Möglichkeit, aber es könnte euch auch die Prägung rausnehmen, also denkt da dran. Was ich mache, ich nehme auch meistens einen Prägefolder. Hier habe ich jetzt einen meiner Lieblingsprägefolder von Charlie und Paulchen mit diesen ganzen Schneeflocken und präge mir das Ganze jetzt noch einmal. Dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal ist es nicht mehr so gewölbt und ich habe auch noch einen schön geprägten Hintergrund. Mein Hintergrund ist fertig geprägt und es sind wirklich nur so ganz, ganz zarte kleine Schneeflocken entstanden. Ich habe mir die Karte jetzt schon in meiner Stempelhilfe montiert
und möchte den Spruch traumhafte Weihnachtstage einmal stempeln. Und ich sehe, dass es nicht ganz gerade ist, deswegen, das kann man hier mit der Stempelhilfe immer gut sehen. So ist das wunderbar. Klipp's mir das noch einmal schön fest. Nochmal zur Kontrolle. Ja, da soll er hin. Und dazu nehme ich die Farbe Marineblau von Stampin' Up. Da habe ich nur hier so einen kleinen Spot. Der ist auch schon ziemlich trocken. Deswegen auch die Stempelhilfe, dass ich eventuell zweimal darüber gehen kann. Setz mir das einmal auf. Ja, ich gehe auf jeden Fall noch ein zweites Mal drüber. Einfach nur, damit der Stempelabdruck noch etwas besser wird. Aber das sieht schon sehr schön so aus. In dem dunklen Blau. Ja, so ist es schön. Es ist fast schwarz, aber noch ein sehr dunkles Blau. Das gefällt mir gut. Und man kann es gut auf dem Aquarellhintergrund lesen. Dafür ist so eine Stempelhilfe generell eine super Sache, gerade auch nicht nur, dass ihr genau positionieren könnt und drüber stempeln könnt, sondern dass ihr eben auch eure Farben intensivieren könnt, indem ihr sie ein zweites Mal drüber stempelt. Das Ganze klebe ich jetzt auf meine Grundkarte auf. Das Ganze sieht jetzt so aus und ich muss sagen, das gefällt mir auch so schon einfach total gut, gerade wenn ihr Karten für die Massenproduktion machen wollt. Also ihr wollt viele Weihnachtskarten verschicken und möchtet aber trotzdem persönliche Karten gestalten. Wäre das etwas, ihr könntet erst die ganzen Hintergründe machen, dann alles einmal mit dem Prägefolder bearbeiten, dann alle Grüße kleben und stempeln und dann aufkleben, dann werdet ihr relativ zügig mit euren Weihnachtskarten. Sie sind trotzdem wunderschön und handgemacht. Könntet ihr genau so schon lassen. Ich habe mir hier aber jetzt noch drei Schneeflocken ausgestanzt und die möchte ich noch verwenden. Und die sind aus so einem Papier, was auch so leicht schimmert. Und die ordne ich mir jetzt so auf meiner Karte an. Und klebe mir die auch noch einmal mit Flüssigkleber fest. So sieht meine Karte Nummer 3 aus mit Aquarell und Schimmer und diesen Schneeflocken. Und hiermit habe ich euch wieder eine andere Idee und eine weitere Technik gezeigt, wie ihr zu einem Thema eine wunderschöne Weihnachtskarte basteln könnt. Für mein letztes Kartenbeispiel habe ich mir mal wieder ein paar Scraps genommen, also das, was ich noch in meiner Schublade hatte. Dazu gehört zum Beispiel hier so ein Butterbrotpapier. Außerdem habe ich noch von meinem handgeschöpften Papier, das mache ich ja immer aus meinen Papierresten, einmal im Jahr. Und dann habe ich hier noch so eine glitzernde Tapete und daraus habe ich mir einfach hier solche Streifen gerissen und das finde ich sieht so richtig schön aus wie so eine Schneelandschaft. Und jetzt überlege ich, wie rum ich mir das Ganze aufklebe. Ich möchte es auf jeden Fall so ein bisschen schichten und ich glaube, ich beginne jetzt einfach mal hiermit und klebe mir das Ganze auf mein Papier auf und mache mir hier immer hier oben ein bisschen Flüssigkleber dran. Und klebe mir das hier auf einen Kartenrolling einfach auf.
nächstes einmal Glitzer. Und das untere lasse ich immer so ein bisschen frei. Dass ich das so auffluffeln kann, wenn ihr versteht. Dann wieder so eins. Und den Abschluss macht dann hier das handgeschöpfte Papier. Und damit habe ich so eine richtig schöne Schneelandschaft geschaffen. Das gefällt mir richtig gut. Das Überstehende an der Seite, das schneide ich gleich noch weg. Und das packe ich jetzt in meine Stempelhilfe. Und dann wird noch ein Spruch aufgestempelt. Als Stempelfarbe habe ich mir einmal diese Encore Ultimate Gold ausgesucht. Und ich hoffe mal, dass das funktioniert. Goldstempeln oder generell Metallic-Stempeln ist immer so eine Sache. Da muss man häufiger drüber gehen, aber ohne, dass die Farbe wieder aufgenommen wird. Ich habe hier so einen feinen, ganz langen Stempel. Ja, das ist schon ganz schön, aber auf jeden Fall ist es mir noch zu viel ins Papier eingezogen. Deswegen auf jeden Fall mindestens noch eine Schicht darauf. Ich halte es jetzt mal so ins verschiedene Licht. Ja, ich glaube, so lasse ich es. Wenn ich jetzt noch mehr mache, dann wird es undeutlich. Jetzt müsst ihr immer damit aufpassen, weil diese Metallic-Stempelkissen sind immer Pigmentstempelkissen, das heißt, es ist noch eine ganze Weile feucht. Könnte man jetzt noch klar embossen. Ich halte es mal so ein bisschen in die Kamera, dass ihr das sehen könnt. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen, steht hier. Und das greift so ein bisschen die goldenen Sprenkel hier auf. Finde ich eigentlich sehr schön. Machen wir auch sofort wieder sauber. Und dann schneide ich mir einmal alles Überstehende ab. Fertig ist mein letztes Kartenbeispiel. Und auch das, finde ich, spiegelt das Thema genau wider. Und hier habe ich wirklich nur Reste verwendet und, wie ich finde, trotzdem eine richtig schöne Weihnachtskarte gestaltet. Hier seht ihr jetzt noch einmal meine Beispiele zum Thema frostige Winterwelt. Ich hoffe, der kleine Workshop hat euch gefallen und euch einen Einblick dazu gegeben, wie man mit einem Thema basteln kann. Ich hoffe, ihr geht jetzt alle auf Schatzsuche und bastelt auch zu dem Thema eure Weihnachtskarten. Ich würde mich super über einen Kommentar freuen. Sagt mir doch, was euch am besten gefallen hat oder welche Ideen ihr noch zum Thema frostige Winterwelt habt. Wenn ihr wollt, dann zeigt eure Karten auf Instagram, verlinkt mich dort. Ich freue mich, eure Beispiele zu sehen und hinterlasse euch sehr gerne auch einen Kommentar. Ich wünsche euch eine wunderschöne und kreative Zeit und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns ganz bald im nächsten Video oder im nächsten Workshop wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss!